was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Channel und zu einem neuen Video. So, neuer Monat, neue Lockenbox. Die Lockenbox ist da und hat uns 4 neue Produkte gebracht, die ich heute ausprobieren werde. Falls ihr keine Ahnung habt, was die Lockenbox eigentlich ist oder was sie so besonders macht, das hier ist eine Box, die kann man, je nachdem, was für ein Abo man abschließt, jeden Monat oder jeden zweiten Monat zu sich nach Hause liefern lassen. Und wie es der Name schon sagt, sind da halt immer 3 bis 5 Produkte drin, die halt für wellige Typen oder für Lockentypen geeignet sind. Das Besondere an diesem Konzept ist meiner Meinung nach, dass man die Box, wenn man dieses Abo abschließt, monatlich für 32 Euro bekommt. Die Produkte, die da drin sind, aber ganz, ganz oft den Wert von 32 Euro übersteigen. Falls ihr die Lockenbox auch einfach mal ausprobieren wollt, habe ich hier unten in der Beschreibung einen Link für euch und sogar noch einen Rabattcode. Aber jetzt kommen wir erstmal zum eigentlichen Part des Videos. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was überhaupt dieses Mal in der Box drin ist. Dann werde ich das ausprobieren, werde später dazu ein Fazit ziehen und wünsche euch hiermit ganz viel Spaß beim Video. So, wenn man die Box als erstes öffnet, dann findet man erstmal so ein kleines Kärtchen vor. Man sieht hier unten schon, es geht heute um die Marken Rawkin und Curl Girl Nordic. Wenn man die Karte öffnet, dann sieht man erstmal, dass die Marke allgemein vorgestellt wird, als auch die Produkte. Und Anleitungen zur Nutzung gibt es auch noch. Als nächstes haben wir hier dann von der Lockenbox selber ein Lockentagebuch. Das finde ich besonders super, weil man hier so eintragen kann, wie es den Haaren so geht. Besonders cool finde ich dieses Tagebuch für Leute, die noch ganz am Anfang stehen und noch gar keine Ahnung haben, wie ihre Haare sich so über die Zeit hinweg verhalten. Da kann man das mit diesem Lockentagebuch auf jeden Fall richtig gut festhalten. So, hier haben wir die 4 Produkte, die es in dieser Box gibt. Wir fangen an mit dem Low Poo Shampoo. Das steht auch schon drauf, dass das Step 1 ist. Hier steht auch drauf, dass es für die Curly Girl Method approved ist. Also man kann es auf jeden Fall für die Curly Girl Methode benutzen. Es enthält Kokosnussöl, Mangoöl und Inca Inchi Öl. Das ist so eine Art Nussöl und kommt, soweit ich weiß, aus der Amazonasregion. Das ist ein veganes und reichhaltiges Shampoo, was die Kopfhaut auf jeden Fall reinigen soll und sie auch mit Feuchtigkeit versorgen soll. Dann steht hier noch drauf, dass man jetzt zu Step 2 übergehen soll, nämlich der Haarmaske. Das ist hier dieses grüne Produkt, das ist von der Marke Rawkin. Das ist eine Haarmaske mit grünem Tee. Und hier steht auch explizit drauf, dass es ein Protein-Treatment ist. Bedeutet, dass die Inhaltsstoffe sehr proteinhaltig sind und die Haare mit Protein versorgen, was dafür sorgt, dass die Haare gestärkt werden. Es enthält Jojobaöl, Aloe Vera Öl und Brokkoli-Samenöl, das hört sich interessant an. Anschließend kommen wir zu Step 3, das ist auch wieder von der Marke Curl Girl Nordic. Das ist der Conditioner, also die Spülung. Und hier steht auch explizit drauf, dass es ein Feuchtigkeitstreatment ist. Bedeutet, dass hier wieder sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass die Haare mit Feuchtigkeit versorgt werden. Die Inhaltsstoffe sind im Prinzip die gleichen. Hier steht auch wieder Kokosnussöl drauf, Mangoöl und Inca Inchi Öl. Hinten steht dann einfach nur nochmal drauf, dass es die Haare hydrieren soll, dass es gegen Frizz helfen soll und dass die Haare weich werden sollen. Und als letztes haben wir hier ein Leave-In Conditioner Spray, auch von Curl Girl Nordic. Inhaltsstoffe sind hier auch wieder die gleichen, Kokosnussöl, Mangoöl und Inca Inchi Öl. Und hinten steht drauf, dass es die Locken definieren soll, dass sie weich sein sollen und auch nochmal mit Feuchtigkeit versorgt werden. Das sind auf jeden Fall die Produkte, um die es heute geht und die probieren wir jetzt aus. Meine Waschroutine kennt ihr ja jetzt mittlerweile schon aus anderen Videos. Ich habe sie einfach nur ganz normal erstmal nass gemacht, komplett nass. Ich habe das Wasser eine Weile durchlaufen lassen, bis wirklich alles richtig nass ist und auch die Schuppenschicht die Möglichkeit hatte, sich ein bisschen zu öffnen. Anschließend habe ich dann das Low Poo Shampoo von Curl Girl Nordic genommen, also den Step 1, und habe das auf meiner Kopfhaut eingearbeitet. Was die Konsistenz angeht, habe ich gemerkt, dass es etwas flüssiger ist, was es wesentlich einfacher macht, das Produkt einzuarbeiten. Es hat sich auf jeden Fall gut verteilen lassen und es hat auch gut geschäumt. Und ich muss sagen, dass der Geruch mich auch extrem überzeugt hat. Also es hat sehr natürlich gerochen, es riecht nach Kokosnuss, aber nicht so künstlich wie zum Beispiel Cantu, sondern sehr natürlich. Wenn ich der Meinung bin, dass ich jetzt überall auf der Kopfhaut genug Shampoo habe und es auch aufgeschäumt ist, habe ich mir wieder meine Massagebürste genommen und bin einfach nochmal in Zickzack-Bewegung überall an der Kopfhaut einmal kurz lang gegangen, um das einfach nochmal ein bisschen mehr einzuarbeiten. Anschließend spüle ich das einmal komplett aus und danach habe ich dann die Haarmaske benutzt. Was direkt ins Auge fällt, ist natürlich die Farbe. Fand ich sehr witzig, habe ich so noch nicht gesehen. Die Konsistenz ist sehr dick, bedeutet, dass man merkt, dass sie sehr, sehr reichhaltig ist, hat sich aber dennoch gut verteilen lassen. Was den Geruch angeht, war es auch sehr frisch. Es hat tatsächlich nach grünem Tee gerochen. Und man sieht hier jetzt, dadurch, dass da wirklich ein Slip war, also es hat sich wirklich sehr gut einarbeiten lassen, habe ich dann noch beschlossen, dass ich in diesem Step schon anfange, meine Haare durchzubürsten. Ich bin einfach wieder mit meiner Wet Brush einmal durchgegangen, habe unten angefangen und mich nach oben vorgearbeitet. Auf dem Produkt steht, dass man diese Haarmaske dann 10 bis 20 Minuten einwirkt.
wirken lassen soll. Dementsprechend habe ich meine Haare dann in einen ganz leichten Dutt gemacht und habe so lange gewartet. Nach 10 Minuten habe ich das dann auch wieder komplett ausgewaschen und bin zu Step 3 übergegangen, dem Conditioner. Den habe ich einfach so eingearbeitet, wie ich das mit allen anderen Spülungen auch mache. Was die Konsistenz angeht, fand ich den tatsächlich ziemlich gut. Er ist nicht zu dick und auch nicht zu dünn, hat sich gut verteilen lassen und hat auch einen guten Slip erbracht. Ich habe dann meine Haare nochmal ganz leicht durchgebürstet, damit ich sicher gehen kann, dass das Produkt überall hinkommt. Der Geruch ist wirklich genauso wie beim Shampoo, also wirklich sehr, sehr angenehm, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich wieder die Methode angewendet, die Squish to Condish heißt. Bedeutet, dass ich einfach nur diesen Conditioner nochmal ein bisschen in die Haare quetsche, indem ich anfange, meine Haare zu scrunchen. Und danach habe ich dann auch wieder alles ausgewaschen. Ich habe es komplett ausgewaschen. Es gibt Leute, die lassen noch ein bisschen was vom Produkt in den Haaren. Ich allerdings mache das nicht, weil ich sonst keine Kontrolle darüber habe, wie viel Produkt ich jetzt in den Haaren habe. Also habe ich alles ausgewaschen, habe mir hier mein Mikrofaserhandtuch genommen und bin zu Step 4 übergegangen. Step 4 ist ja der Leave-In, das ist ein Spray, habe ich vorher auch noch nicht so gehabt. Ich habe hierfür einfach wieder meine ganz normale Styling-Routine angewendet, habe also erstmal den oberen Haarteil abgeklippt und habe erstmal meine unteren Haare bearbeitet. Ich habe dabei wieder darauf geachtet, dass ich dieses Squish-Geräusch noch in den Haaren habe, was einfach beim Styling essentiell ist und weil ich es genauso machen wollte, wie ich es immer mache. Also nur weil es ein Spray ist, muss man ja nicht irgendwie jetzt alles anders machen. Ich habe dann einfach ein bisschen rumgesprüht. Ich wusste tatsächlich nicht, wie viel ich jetzt in den Haaren habe. Ich finde es ein bisschen schwer bei einem Spray zu beurteilen, wie viel man jetzt vom Produkt überhaupt benutzt hat und ob links vielleicht mehr ist als rechts. Ich habe also so ein bisschen rumgesprüht, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ich jetzt irgendwie einen Slip bekomme, ob ich merke, dass da jetzt Produkt in den Haaren ist. Und das hat man tatsächlich auch nach einer gewissen Zeit gemerkt. Also es hat sich irgendwann angefühlt, als hätte ich eine ganz leichte Creme eingearbeitet. Anschließend habe ich dann auf die gleiche Weise noch eine zweite Partie bearbeitet und habe dann meine Damming Brush benutzt, weil ich nämlich sehen wollte, ob die Damming Brush hier bei einem Spray genauso wirkt, wie wenn ich eine Creme benutze. Ich habe also wieder einfach irgendwelche random Partien genommen, habe sie in die Damming Brush gelegt, habe die Bürste vom Kopf weggezogen, dabei die Bürste gedreht und dann die Haare fallen gelassen. Das dann einmal um den ganzen Kopf rum gemacht und anschließend die dritte Partie, also den oberen Haarkranz, erstmal wieder eingesprüht und dann die Damming Brush benutzt, allerdings die Haare nach oben gezogen und dann fallen gelassen. Die Haare direkt über meiner Stirn, also an meinem Haaransatz, die habe ich dann mit der Styling-Technik Finger Coiling behandelt, weil ich da immer diese Babyhaare habe und versuchen wollte, dass ich die Babyhaare mit in die Strähne bekomme. Deswegen mache ich das gerne auf diese Weise. Ich habe mich außerdem dazu entschieden, heute kein Gel zu benutzen, weil ich sehen wollte, wie diese vier Produkte jetzt nur in der Reihenfolge in meinen Haaren wirken. Aber darauf komme ich später auch nochmal zu sprechen. So, und anschließend habe ich einfach alles komplett lufttrocknen lassen. Ich bin nicht nochmal mit dem Diffuser reingegangen. Ich habe es einfach alles so trocknen lassen, weil ich Angst hatte, dass wenn ich kein Gel benutze und dann einen Diffuser benutze, dass es dann alles in einem riesigen Frizzball endet. Deswegen sehen wir uns wieder, wenn alles komplett getrocknet ist. So, meine Haare sind jetzt komplett trocken und ich glaube, das Ergebnis spricht auch schon so ein bisschen für sich. Ich zeige euch das mal eben. Also was direkt ins Auge fällt, ist natürlich, dass ich sehr viel Frizz habe. Ne? Also die Locken sind dadurch, dass ich kein Gel benutzt habe, nicht aneinander kleben geblieben, haben sich geteilt, was einfach diesen frizzigen Look entstehen lässt. Was auch noch auffällt, ist, dass meine Locken gar nicht richtig zur Geltung gekommen sind. Also daran merke ich immer wieder, dass Gel wirklich essentiell ist bei meinem Styling. So sieht das halt aus, wenn ich dann kein Gel benutze. Dadurch, dass der Cast nicht da ist, während meine Haare trocknen, bleibt die Locke quasi nicht so ummantelt, so geschützt. Nichtsdestotrotz finde ich trotzdem, dass meine Haare ziemlich voluminös sind, wenn nicht sogar ein bisschen voluminöser als sonst. Und was mir auch direkt aufgefallen ist, ist, dass sie extrem weich sind, dass sie sich sehr saftig anfühlen, also überhaupt nicht trocken, obwohl sie eventuell so ein bisschen aussehen, als wären sie trocken. Es fühlt sich aber trotzdem alles sehr weich an, sehr gesund, richtig gepflegt und das ist auf jeden Fall ein riesiger Pluspunkt für mich. Ich habe übrigens mit Absicht kein Gel benutzt, weil ich nämlich Angst hatte, dass ein Gel das ganze Ergebnis verfälschen kann bzw. einfach ein bisschen verändern kann. Und wenn man sich dieses Ergebnis hier mal anguckt, dass die Locken hier nicht richtig zur Geltung kommen und dass hier einfach sehr viel Frizz ist, da gehe ich dann wirklich davon aus, dass ein Gel extrem viel hier noch verändert hätte.
Eventuell wären meine Locken dann viel definierter gewesen, so wie ich das eigentlich immer erwarte, wenn ich ein Gel dazu benutze. Aber ich hätte dann eventuell auch nicht herausfinden können, dass meine Haare sich eben jetzt so weich und so gesund anfühlen, was sie eben gerade tun. Und eventuell hätte ich dann auch nicht so viel Volumen gehabt, was mir dann eben auch nicht aufgefallen wäre. So als Fazit würde ich schon sagen, dass ich zufrieden bin mit dem Ergebnis dafür, dass ich halt kein Gel benutzt habe. Meine Haare fühlen sich wirklich richtig gesund an, sie fühlen sich leicht und locker an, sie sind voluminös, sie fühlen sich luftig an. Ich werde das definitiv mal irgendwann so versuchen, dass ich noch ein Gel dazu benutze. Ich muss dann aber mal gucken, welches Gel ich dazu benutze. Jetzt kommen wir aber erstmal dazu, was ich überhaupt so von den Produkten halte, und ich glaube, ich gehe da einfach mal der Reihe nach. Als erstes hatten wir das Shampoo. Was mir da direkt aufgefallen ist, ist der Duft. Das Shampoo riecht nämlich wirklich nach Kokosnuss, aber auf eine natürliche Weise. Nicht so wie zum Beispiel von Cantu die ganzen Produkte, wo auch drauf steht, dass es Kokosnussduft sein soll, aber es riecht eher so nach Pina Colada, vielleicht sogar noch ein bisschen nach Ananas und riecht halt auch für ganz viele Leute schon ziemlich extrem. Das hier ist wirklich so ein Duft, der in der Nase bleibt und den man auch gerne riecht. Also es riecht nach Kokosnuss, es riecht für mich auch noch ein bisschen so nach Mandel. Auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Duft. Ich rieche es auch immer noch in den Haaren, also es ist auch wirklich so beim Conditioner und beim Leave-In genauso. Mit dem Shampoo bin ich auf jeden Fall zufrieden. Meine Kopfhaut fühlt sich gereinigt an, sie fühlt sich sanft an, sie fühlt sich nicht ausgetrocknet an. Also da habe ich auf jeden Fall nichts zu bemängeln. Die Konsistenz hat mir auch sehr gefallen. Dadurch, dass es ein bisschen flüssiger ist, lässt es sich meiner Meinung nach leichter verteilen und verbindet sich schneller mit dem Wasser. Von daher ist das hier auf jeden Fall ein Produkt, was ich definitiv öfter verwenden werde. Als zweites hatten wir dann die Haarmaske. Da war ich auch überrascht von der Farbe, der Konsistenz und dem Geruch. Also alle drei Dinge fand ich überraschend, aber gleichzeitig auch angenehm. Also es hat mich auf jeden Fall positiv überrascht. Man sollte die 10 bis 20 Minuten drin lassen. Ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, die maximal 10 Minuten drin zu lassen, weil ich eine niedrige Porosität in den Haaren habe und da Proteine einfach nicht so unbedingt nötig sind. Ich werde die wahrscheinlich irgendwann nochmal benutzen, wenn ich merke, dass meine Haare zum Beispiel ziemlich kraftlos erscheinen und ich wirklich Proteine in den Haaren brauche. Dann werde ich das eventuell nochmal in Erwägung ziehen. Ansonsten werde ich die nicht so häufig benutzen, weil es eben speziell ein Protein-Treatment ist. Bedeutet, man sollte da wirklich aufpassen, damit man nicht so einen Proteinüberschuss bekommt. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, dass dieses Protein-Treatment auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ich eben jetzt immer noch dieses ganze Volumen in den Haaren habe. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dieser Haarmaske. Ich werde sie behalten, aber ich werde sie einfach nicht so häufig benutzen, weil es eben ein intensives Protein-Treatment ist. Als drittes hatten wir dann die Spülung. Ich war von der genauso beeindruckt wie von dem Shampoo. Also die Konsistenz war nicht zu dick, nicht zu flüssig, hat sich leicht einarbeiten lassen. Ich bin dann nochmal mit der Bürste durch, um zu sehen, wie ist der Slip, wie lässt sich das verteilen, und es war sehr gut. Also ich hatte auf jeden Fall nichts zu bemängeln. Was den Geruch angeht, riecht es wirklich genauso wie das Shampoo und das Spray. Und ansonsten habe ich dazu eigentlich gar nicht so viel weiter zu sagen. Hat sich leicht ausspülen lassen, die Haare sind weich gewesen, nachdem ich alles ausgespült hatte. Meine Längen fühlen sich gepflegt an, also damit bin ich auf jeden Fall auch zufrieden. Und als letztes hatten wir dann das Leave-In Spray. Ich muss leider dazu sagen, dass ich nicht so der Fan bin von Sprays. Klar, durch das Einarbeiten und durch die Damian Brush verteile ich das nochmal so ein bisschen. Allerdings kann ich wirklich nicht genau beurteilen, wie viel ich jetzt letztendlich von dem Produkt in meinen Haaren habe. Nichtsdestotrotz finde ich es ganz cool, dass es auch mal ein Spray gibt als ein Leave-In und nicht immer nur irgendeine Creme, weil das natürlich auch nochmal so ein Ticken leichter sein kann. Also wenn man sich nicht unbedingt die halbe Flasche auf den Kopf haut, dann kann es auf jeden Fall sehr viel leichter sein, als wenn man eine Creme benutzt. Deswegen glaube ich, dass es auch vor allen Dingen für Leute mit welligen Haaren interessant sein kann. Ich habe jetzt auf jeden Fall durch das Leave-In Spray immer noch ein sehr angenehmes Gefühl in den Haaren. Ich glaube, es hat dazu beigetragen, dass sie immer noch so schön weich sind. Es riecht immer noch schön nach diesem natürlichen Kokosnuss und meiner Meinung nach auch Mandelduft, aber nicht mehr so extrem, wie als ich das eingearbeitet habe. Also es verfliegt so ein bisschen mit der Zeit, was ich persönlich sehr begrüße, weil es dann halt einfach nicht so in your face ist. Alles in allem bin ich eigentlich schon zufrieden. Es sind jetzt keine Produkte dabei gewesen, wo ich wirklich sage, oh, der Geruch gefällt mir absolut nicht, die Konsistenz gefällt mir absolut nicht. Also ich bin mit allen wirklich zufrieden. Was das Spray angeht, da ist das, glaube ich, meine eigene persönliche Präferenz. Ansonsten würde ich sagen, dass wir hiermit auch am Ende des Videos angekommen sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ist da unten der Button oder hier ist ein kleines Wasserzeichen, wo ihr auch draufklicken könnt. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.